Es gibt diesen Mythos, dass Michael Schumacher auf der Kartbahn in der Kiesgrube seine Reifen oftmals aus dem Müll geholt hat. Wir sprechen mit Jens Gideon, dem Macher des Schumacher-Podcasts. Diesen Mythos, lieber Jens, den hast du platzen lassen. Ja, weniger ich. Ich habe daran geglaubt bis zu diesem Interview. Aber Gerhard Noack, der erste Förderer, der erste Geldgeber, der Mann, der mit Michael Schumacher zu den Kartbahnen in Europa gefahren ist, der hat gesagt, stimmt gar nicht. Alles Quatsch. Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Dann hat er ein bisschen zurückgerudert später, weil erst hat er gesagt, ich habe dem immer super Material für die Rennen gegeben, aber kann schon sein, dass er mal an die Tonne gegangen ist, weil der ja jeden Tag hier seine Runden gedreht hat und da brauchte der manchmal etwas mehr Material, als wir zur Verfügung hatten. Aber eins ist klar, er hat gesagt, im Rennen hat er nie mit gebrauchten oder gar aus der Mülltonne geholten Reifen gewonnen. Fand ich sehr interessant. Ja, und ein weiterer Mythos, ich meine, wir kennen das ja alle, als wir damals bei Papa auf dem Schoß saßen und mal das Auto lenken durften. Ein Michael Schumacher hat es natürlich nicht so gemacht. Der stand offensichtlich im Fiat 500 seines Vaters und hat das Ding gefahren. Also ich finde so diese Mythen rund um Michael Schumacher haben auch teilweise was sehr Unterhaltsames. Glaubst du daran? Ja, ich meine, die Bilder hat man gesehen, aber nicht ihn im Cockpit. Also insofern, wie in jeder dieser Mythos-Geschichten, bleiben so ein paar Fragezeichen übrig, würde ich mal sagen. In diesem Video geht es eine Stunde lang nur um Michael Schumacher. 10 Jahre nach seinem schweren Skiunfall hat ihm die ARD nämlich ein umfassendes Themenspecial gewidmet. Zum einen die Doku-Serie Being Michael Schumacher, zum anderen den Podcast Schumacher Geschichte einer Ikone. Letzterer wurde gestaltet von Jens Gideon, also dem Mann, den ihr eingangs schon gesehen habt. Auch 10 Jahre danach lässt uns Michael Schumacher einfach nicht los. Wie geht es ihm wirklich? Jens Gideon erzählt uns gleich, wie sich er und das Team der ARD dieser Frage genähert haben. Wir werfen mit Jens Gideon einen Blick hinter die Kulissen des Podcasts und der Serie, wollen von ihm wissen, inwieweit sich die Familie Schumacher geöffnet hat, welche Interviewpartner partout nicht über Michael Schumacher sprechen wollten und warum das Themenspecial so geworden ist, wie es eben geworden ist. Das Special könnt ihr euch in der ARD Audiothek anhören oder in der ARD Mediathek anschauen. In diesem Video werfen wir jetzt einen Blick hinter die Kulissen mit dem Mann, der bei der Gestaltung der Beiträge federführend mitgewirkt hat. Jens, du hast ja federführend, vielleicht können wir das mal klären, den Podcast betreut und dein Kollege Andreas Troll von der ARD war sozusagen verantwortlich für die Doku-Serie, die ja gleichzeitig erschienen sind und aktuell auch noch abrufbar sind in ARD Audio und Mediathek. Für dich, der an diesem Projekt jetzt mitgewirkt hat, was ist für dich die Geschichte, die noch nicht erzählt wurde? Weil wir haben viele Zuschauer, glaube ich, die weitgehend schon die Karriere von Michael Schumacher ganz gut kennen. Was ist das Neue an eurem Projekt für euch? Also für mich persönlich waren Begegnungen das Neue, bei denen ich gar nicht so drauf gerechnet habe, dass das die Begegnungen sind, die Interviews, die Gespräche sind, die am Ende zu so interessanten Episoden, Ergebnissen führen. Also natürlich haben wir nichts über den Gesundheitszustand von Michael herausgefunden, aber das war auch gar nicht das primäre Ziel. Wenn wir es mitbekommen hätten, wären wir jetzt nicht traurig gewesen, aber uns war klar, dass die Grenzen hoch sind und dass die Hürde sehr wahrscheinlich nicht zu überschreiten ist. Und was wir jetzt zuletzt lesen konnten, ist ja auch niemand bereit, diese Grenze zu verschieben. Insofern hatten wir da wenig Hoffnung, aber die kleinen Begegnungen am Rande waren es eigentlich, die am Ende die schönen Stories geliefert haben. Und Christian, wenn ich dich angucke, du bist Österreicher. Mein Lieblingsinterviewpartner ist Karl Wendlinger gewesen, der ehemalige Formel-1-Pilot, der mit Michael Teile seiner Karriere geteilt hat, sozusagen. Manchmal sehr eng, manchmal dann nur im gleichen Fahrerfeld. Und was der erzählt hat, das hat mich am meisten beeindruckt. Unter anderem die Szenerie aus dem Jahr 1991, als Michael ihn anrief und sagte, du, ich würde gern Skifahren bei dir. Du kannst es doch und es geht doch bei dir. Und dann sind die von Kufstein nach Söll gefahren, was wohl das nächstgelegene Skigebiet ist, wie Karl erzählt hat.
und sind dann zum Berg, nachdem Karl ihm eine Pension besorgt hatte, eine Frühstückspension, hat er extra betont, um das möglichst bodenständige Michael auch nochmal mit rauszukehren. Und dann sind die auf den Berg hoch zur Mittelstation und bevor das der Fall war, hat Karl ihn gefragt, immer, wie oft bist du denn schon gefahren? Und da hat Michael geantwortet, noch nie. Und da hat Karl gesagt, ja, das geht ja nicht, wie soll ich das machen? Und dann sind sie aber gemeinsam den Berg runtergefahren und Karl war ganz beeindruckt davon, was Michael beim ersten Mal Skifahren auf die Skier gebracht hat. Es sei nicht schön gewesen, auch nicht schnell, aber die Körperbeherrschung habe dazu geführt, dass er den Berg gut runtergekommen ist. Davon war er beeindruckt und damit war er quasi sowas wie der erste Skilehrer von Michael Schumacher, was im Zusammenhang mit dem, was später passierte, natürlich eine besondere tragische Komponente hat, aber was einfach eine Episode war, die mich schwer beeindruckt hat. Lass mich noch, bevor wir in die Inhalte gleich eintauchen, eine sozusagen der Eingangsfragen so ein bisschen an dich stellen. Wer bist du eigentlich, damit dich unsere Zuschauer auch einzuordnen wissen? Und wie kam es zur Idee, eine Schumacher-Serie zu machen, sowohl als Podcast als auch für die Videothek oder Mediathek? Und was genau war deine Rolle in diesem Projekt? Also, ich bin Sportjournalist beim NDR und ich war viele, viele Jahre bis 2013 Teil des ARD Formel 1 Teams für den Audiobereich, also für die Radiowellen und bin unter anderem gemeinsam mit Michael, später dann auch mit anderen Piloten natürlich, die aus Deutschland kamen, um die Welt getingelt und habe mir die Formel 1 Rennen vor Ort angeguckt und habe sie live in die Radios in Deutschland übertragen. Und bis heute berichte ich noch von der Formel 1 in Zusammenfassung. Also das mal zum Thema, was macht er da eigentlich? Was hat er mit der Formel 1 zu tun? Das geht jetzt also über 20 Jahre schon, dass ich über die Formel 1 berichte. Und die Idee kam uns natürlich, dann mache ich mir auch ganz ehrlich, als die Daten heranrückten, die jetzt uns alle wieder daran denken lassen. Also den Jahrestag des Skiurlaubs, den 55. Geburtstag, 24, dann die runden Jahrestage der WM-Titel. Da haben wir schon darüber nachgedacht, was können wir tun, um dieser Person etwas Würdiges, ja, ein würdiges Porträt zu bieten oder zu liefern oder der Öffentlichkeit zu liefern und das über ihn zu machen. Und die Idee ist schon vor 14 Monaten entstanden, das tun zu wollen. Und dann wurde das immer konkreter. Und dann gab es irgendwann auch die Nachfrage aus dem Haus. So, gibt es Menschen, die das tun könnten? Weil wir in jüngerer Vergangenheit auch ziemlich erfolgreich waren mit einer anderen Porträtreihe, nämlich über Jan Ullrich, den Radprofi. Da haben wir einen ähnlichen Doppelschlag hingelegt. Das hat sehr gut funktioniert. Und da haben wir gedacht, das wäre doch mal wieder ein Anlass, das auch zu tun. Und sind dann in die Planung gegangen. Und meine Rolle war, dass wir gemeinsam, Andreas Toll, der Macher der Fernsehdoku vom Bayerischen Rundfunk und ich, uns an einen Tisch gesetzt haben und erstmal überlegt haben, was könnte die Storyline sein, was könnten Personen sein, die wir in Betracht ziehen für Interviews. Dann haben wir das Material geprüft, was wir schon haben. Und dann sind wir quasi aber mit unterschiedlichen Stoßrichtungen losgegangen. Denn das ist auch klar, Podcast und TV-Doku sind nicht identisch. In Teilen durch gleiche Gesprächspartner, aber teilweise auch durch ganz andere. Ich fange solche Gespräche ganz gerne auch mal mit so persönlichen Fragen an, weil ich glaube, dass das was ist, was auch da draußen ja jeden irgendwo beschäftigt. Weil Michael Schumacher ist einfach für jeden, der unsere Produkte sieht, ob das dann eben der Podcast ist bei euch, Schumacher, Geschichte einer Ikone, oder die TV-Doku Being Michael Schumacher oder unsere Videos hier auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Und wir nehmen dieses Gespräch am 29. Dezember 2023 auf. Also 10 Jahre, nachdem Michael Schumacher in Méribel diesen schrecklichen Unfall hatte, der das Leben von ihm, seiner Familie, aber auch vielen Fans maßgeblich verändert hat. Christian, du darfst diese Frage gleich auch beantworten, aber erstmal unser Gast Jens Gideon. Wenn du den Namen Michael Schumacher hörst, also bei mir tut sich jetzt gleich schon was. Ich bekomme schon so ein Ja, bei mir bisschen auch. Ich Gänsehaut, wenn wollte dir ich nicht ins jetzt. Wort fallen, aber tatsächlich ist es so, ja. Also, was ist das Gefühl? Was geht dir durch den Kopf, durchs Herz, wenn du Michael Schumacher hörst?
Tatsächlich geht mir ganz viel durchs Herz. Das ist mir fast schon ein bisschen peinlich, weil ich ja Journalist bin. Aber der Typ hat mich bewegt, er hat mich angefasst im emotionalen Sinne. Und das, was ich jetzt gemacht habe, war auch eine Reise in meine eigene Vergangenheit. Insofern war es schon dadurch emotional. Aber er ist auch der Grund dafür, warum ich in den Motorsport wollte und warum ich die Chance, die sich geboten hat, 2001 wurde die Chance offenbar und 2002 durfte ich sie dann nutzen, warum ich die unbedingt nutzen wollte. Ich wollte diesen Menschen, den ich jede Woche oder alle 14 Tage, je nachdem, wie schnell die Rennen aufeinander folgten, am Fernseher verfolgt habe, dem wollte ich näher kommen. Dem wollte ich gern kennenlernen, wenn das möglich ist oder in dem Rahmen. Und das ist mir damals bedingt gelungen, aber ich war schon mal froh, nah dran zu sein. Und jetzt sollte das ein paar Masken lüften vielleicht, was ich gemacht habe. Und insofern, ja, es fährt mir tatsächlich eine Gänsehaut über den Körper, weil ich mich sehr emotional verbunden fühle mit Michael Schumacher. Christian, du als Österreicher, du hast sehr viele eigene Formel-1-Legenden, muss man ja fairerweise sagen. Auch Fahrer, mit denen du persönlich ja auch schon zu tun hattest, die dich auch bewegen. Aber ja, auch für dich, Michael Schumacher, ja auch maßgeblich Teil deiner Karriere irgendwo ja auch als Formel-1-Berichterstatter, ne? Weil viel deiner Zeit als aktiver Journalist hast du eben auch mit Stories, mit Geschichten über Michael Schumacher verbracht. Also, wie ist das bei dir, wenn du den Namen Michael Schumacher hörst? Tut sich da bei dir was? Ja, wobei ich glaube nicht im gleichen Ausmaß wie bei euch, da will ich ganz ehrlich sein. Österreich, Deutschland, da sehen wir so ein bisschen eine Hassliebe, der kleine Bruder, der aufblickt zum Größeren. Ich würde es aber gar nicht so sehr darauf zurückführen. Es war, glaube ich, ganz einfach eher so, dass ich an diesem 29. Dezember vor 10 Jahren schlicht und einfach im Winterurlaub war. Und in meiner Wahrnehmung war erstmal ein Skiunfall passiert und Michael Schumacher war im Krankenhaus. Ja, ich habe das in den ersten ein, zwei Tagen noch als noch gar nicht so tragisch wahrgenommen, bis mir erst klar wurde, nach und nach, als einer, der nicht in der täglichen Berichterstattung involviert war, sondern das wirklich nur gelesen habe, bei meinen Kollegen auch, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und zur Karriere Michael Schumacher habe ich nicht die gleiche Bindung wie der Jens, glaube ich, weil ich zwar schon seit 1999 über die Formel 1 berichte, überwiegend online, auch bei Projekten vor dem, das wir jetzt gerade gemeinsam machen, Kevin, aber wir erst dadurch, dass Bernie Ecclestone sehr restriktiv war mit Online-Akkreditierungen, das heißt, ich war erst 2010 zum ersten Mal für die Formel 1 akkreditiert und habe noch Michael Schumacher so ein bisschen in seiner zweiten Karriere kennengelernt, aber in der ersten eigentlich gar nicht und da ist ja alles passiert. Von daher ist die emotionale Bindung weniger ausgeprägt, aber natürlich, ich meine, Michael Schumacher, dafür, dass er jetzt schon sehr, sehr viele Jahre nicht mehr Formel 1 fährt, begegnet uns auch in unserer Arbeit immer wieder. Es ist wahrscheinlich auch der Formel 1-Fahrer, der am meisten in mein Privatleben irgendwie indirekt getragen wird, weil bei jeder Party, wo ich irgendwo auftauche, wo ich Leute sehe, denen ich nicht täglich begegne, werde ich gefragt, gibt es denn nicht irgendwen, der was weiß, wie es Michael Schumacher geht? Ich kann das natürlich nicht beantworten, weil ich es wirklich nicht weiß. Aber das interessiert und bewegt wahnsinnig viele Menschen. Was mich übrigens gleich zur nächsten Frage an Jens führen würde, Kevin, wenn ich dir an der Stelle stellen darf. Jens, du hast schon so ein bisschen angerissen. Ihr konntet diese Frage natürlich auch nicht beantworten im Podcast und auch nicht in der Doku-Serie. Das müssen wir so weit spoilern. Glaube ich, hat wahrscheinlich aber auch niemand erwartet. Aber seid ihr grundsätzlich reingegangen mit der Idee, zu versuchen, das rauszukriegen? Nein, sogar mit dem Gegenteil eigentlich. Denn wer mal versucht hat oder es in Zukunft versuchen wird, so eine Dokumentation über Michael zu machen, dem wird schnell klar werden, dass ohne den Segen der Familie, ohne den Segen des Managements rein gar nichts geht. Ganz im Gegenteil, da können sich Türen verschließen, mit deren Verschluss man nie gerechnet hätte. Und insofern war klar, wenn wir möglichst viel erreichen wollen, also wenn wir möglichst viel hinter das Helmvisier schauen wollen, wenn wir möglichst viel über den Menschen Michael Schumacher erfahren wollen, dann
müssen wir respektieren, dass das eine No-Go-Area oder ein Bereich ist, in dem wir nicht forschen sollen. Und das haben wir akzeptiert im Interesse des Gesamtproduktes. Und besonders Andreas, muss man hervorheben, hat da einen ganz engen Draht zu Sabine Kehm gehalten. Und die hat uns am Ende Türen geöffnet, die ohne ihr Wohlwollen verschlossen geblieben wären. Und das war für die Dokumentation und für das Porträt, das wir zeichnen wollten, sehr, sehr wichtig. Und insofern war klar, dass wir all das andere nicht machen. Also wir hatten natürlich am Anfang die Idee gehabt, zum Beispiel mit Medizinern zu sprechen, die sich in dem Metier gut auskennen, die Schwere der Verletzungen, die damals passiert sind, bewerten könnten im Bild und im Interview. Aber wir haben selbst darauf verzichtet, obwohl das ja keine Spekulation wäre über seinen Gesundheitszustand, sondern nur ein Versuch, die Schwere der Verletzungen nachzuvollziehen. Aber selbst darauf haben wir verzichtet, weil wir das Gesamtziel nicht gefährden wollten. Und trotzdem habe ich Fragen gestellt, auch an die Familie, auch an Ralf, auch an Mick und auch an andere Protagonisten von Podcast und Dokumentation, in dem Sinne, was sie vermissen. Und die Antworten darauf haben ein großes Spektrum an Emotionen gezeigt und auch ein großes Spektrum an Rückschlüssen erlaubt. Und vielleicht ist es das, womit wir alle leben lernen müssen. Der Anwalt von Schumacher hat das ja auch nochmal bestätigt in diesem Interview mit Legal Tribune Online, dass sie das sogar erwogen haben, zwischendurch was zu sagen und das dann aber eben wegen der juristischen Konsequenzen verworfen haben. Und deshalb, weil das auch nochmal so klar und faktisch formuliert wurde, müssen wir mit dem Gedanken leben, dass Rückschlüsse auf Gesagtes aus dem Familienkreis das Einzige sind, was wir bekommen werden. Man weiß ja nie, wie Leute auf Fragen reagieren. Ja, und wir kennen das ja auch aus Ja, unserer journalistischen Arbeit. Und absolut. als ich deinen Podcast gehört habe und du mit Ralf Schumacher gesprochen hast, ja, in der Kiesgrube in Kerpen-Mannheim, und so diese Reaktion von Ralf auf die Frage des Vermissens kam, was du in ihm vermisst, und sofort dieses: Oh, ach so, nee, also darüber haben wir gesagt, reden wir nicht und so. Hast du da kurzzeitig auch sowas wie, weil du hast es auch dann im Nachklapp erklärt, so, er hätte jetzt auch einfach gehen können, er hätte auch sagen können, ich mache das nicht mehr. Also, dass ihr ja wisst, dass egal mit welcher Frage, und wir kennen ja dieses eng verwobene Netz, was auch um Michael gespannt worden ist, dass mit jeder Frage irgendwie auch immer so eine Art Gefahr des Scheiterns dieses ganzen Projekts einhergeht, wenn irgendeiner sagt, nee, wir müssen hier sofort alles kappen. Ja, tatsächlich ist das so. Tatsächlich hatte ich in dieser Szene kurz den Verdacht, dass er jetzt einpackt. Es war schon viel abgedreht, insofern wäre das auch akzeptabel gewesen und man hätte trotzdem noch was aus dem Material machen können. Aber es war so ein bisschen so dieses Gefühl, hey, sorry, einem Schumacher stellt man so eine Frage nicht. Und das hat er mehr oder minder klar zum Ausdruck gebracht und war auch verärgert. Ich hatte zum Glück kurz danach, nachdem wir die Kameras aus hatten, auch die Möglichkeit, ihm das nochmal kurz zu erklären, warum ich diese Frage gestellt habe und dass ich Journalist bin und nicht immer vor diesen Fragen an die Familie zurückschrecken kann, wenn sich die Gelegenheit gibt und ich ja auch nicht nach dem Gesundheitszustand gefragt habe, sondern nach seinen Gefühlen, was später ja jetzt auch noch andere getan haben und die Antworten sind ja durchaus divers. Also da ist ja ist nicht immer das Gleiche gesagt worden wie mir gegenüber. Also er war schlicht überrascht und deshalb habe ich auch nicht nachgebohrt. Ich wollte das Gesamte dann nicht gefährden. Und was unterwegs immer mal passiert ist, dass wenn das Management Wind davon bekam, dass wir Menschen solche Fragen gestellt haben, dann gab es Rückmeldungen. Was macht ihr da? Was soll das? Und ja, das zeigt vielleicht einfach nur, wie sensibel das Ganze in diesem Kreis gehandelt wird, ja.
Seid ihr im Zuge der Recherchen auch auf Menschen gestoßen, die von sich aus angeboten haben? Mir ist sowas auch mal passiert, nämlich in der Vergangenheit. Ich weiß aus Grund ABC, wie es Michael Schumacher geht und für, keine Ahnung, ein paar tausend Euro, möchte ich das wissen lassen. Nein, gar nicht. Also mir ist keine Offerte, liegt keine Offerte vor und kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei Andreas so war. Das hat er, wenn dann, nicht mit mir geteilt, aber da er noch intensiver den Draht auch zu Sabine Kehm gehalten hat und da sehr, sehr loyal auch sein wollte und gewesen ist und geblieben ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er sowas hatte. Haben wir aber auch nie drüber gesprochen, war so kein Thema. Nee. Ich gebe ja ganz offen zu, Kevin, auch du vielleicht zuerst und dann Jens. Ich würde schon gerne wissen, wie es Michael Schumacher Oh geht. ja. Ja, aus journalistischer Sicht verstehe ich aber die Position der Familie sehr gut. Jens, du hast ja auch gerade schon angesprochen, dieses Interview in der Legal Tribune, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gut erklärt. Kevin, du, würdest du es gern wissen? Und wenn ja, warum? Und Jens, du auch dann. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Auch aus journalistischen Gründen durchaus ja. Ich habe allerdings, und das ist mir aufgefallen, man kehrt ja jedes Jahr Weihnachten auch mal nach Hause. Ja, und ich bin ja jetzt mit 33 hier auch der Jüngste in der Runde, kann ich ja offen sagen. Und da trifft man noch alte Abi-Freunde und sowas. Und wenn die so fragen, und was hast du so Mache ich auch erlebt? übrigens, Ja, ne? Also, das ist auch mit 50 nicht vorbei. sehr gut. Wenn die dann fragen, was hast du so das Jahr über getrieben und du erzählst dann, ich war bei der Formel 1, ach Formel 1, ach Michael Schumacher, ach wie geht's ihm denn? Weißt du, wie es Michael Schumacher geht? Und das selbst Leute, die wirklich auch noch nie was mit Formel 1 zu tun hatten. Ja? Also Michael Schumacher hat ein großes Interessensfeld in Deutschland, was auch Formel 1-Fans übersteigt, logischerweise. Deswegen das, was im Podcast rausgekommen ist, was du auch nochmal nachgeschickt hast vom Anwalt Jens, dass eben mit einer letzten Wasserstandsmeldung nicht die letzte Wasserstandsmeldung getan wäre. Und deswegen finde ich es wiederum gut, dass sie es nicht tun. Weil ich glaube, dass sie sich nicht in dieses Feld begeben sollten, wo es halt dann irgendwann ins Obskure geht. Und deswegen kann ich es halt verstehen, dass man das sehr streng handhabt. Und ein bisschen ist es so, und das merkt man dann doch bei so Bekannten, die so eher Jahrgang, also ich bin ja Jahrgang 90 und wenn es dann so in Jahrgang 85 geht zum Beispiel, ja, also die da schon sehr viel aktiver mitbekommen haben, was Michael da geleistet hat, auch in den 90ern, dass die ihren Helden nicht, die wollen diesen Heldenstatus weiter in sich tragen. Die möchten den so sehen, wie er war und die möchten sich nicht vorstellen müssen, wie er jetzt ist, in welcher Verfassung er auch immer ist. Und da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Also das ist wirklich ein hochemotionales Thema. Das ist unglaublich krass. Deswegen, einerseits ja, weil ich bin da wie du, Christian, und auch Jens. Ich meine, wir sind Journalisten und wir möchten gerne Hintergründe wissen und wir möchten das gerne wissen. Aber ich als Fan, als jemand, der durch seinen Vater auch mit Michael Schumacher sozialisiert wurde, nein. Ja, ich wüsste gern, wie es ihm geht, aber ich habe im Laufe der Recherche verstanden, warum die das nicht machen. Und ich weiß jetzt auch besser, warum es nicht sinnvoll ist. Weil genau dieses Bild des Helden möchte eigentlich jeder im Kopf behalten. Und denken wir nochmal, liegt sehr viel länger zurück, Ende der 70er. Glaube ich, Joe Deckarm, der Handballer, der damals in Ungarn auf einen Betonboden knallte mit dem Hinterkopf und von da an durch diesen Sturz eine ähnliche Beeinträchtigung erlitten hat, nämlich ein Schädel-Hirn-Trauma mit Koma, mit allem drum und dran und später dann sich der Öffentlichkeit wieder präsentierte, als er widersprechen konnte, mehr schlecht als recht, aber er hatte das Bedürfnis, seine Verletzung der Öffentlichkeit näher zu bringen und die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Und trotzdem hat man jedes Mal, wenn man ihn gesehen hat, gedacht, der ist Handball-Weltmeister 78 mit Deutschland geworden. Und jedes Mal hat man gedacht, was für ein gefallener Held. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht noch andere Beispiele in der Sportwelt gibt, wo sowohl die Familie als auch die Öffentlichkeit sagen, das ist etwas, das sollte man demjenigen nicht zumuten, der in dieser Lage ist. Und
Das habe ich über die Arbeit an diesem Projekt immer mehr begriffen und deshalb ist mein Satz heute, ja, Sie haben das Recht zu schweigen. Diese Involvierung der Familie interessiert mich total, Jens, weil du hast es gerade schon gesagt, eine Dokumentation über Michael Schumacher geschieht in der Fülle und in der Tiefe nur mit dem Segen der Familie. So, gleichzeitig erleben wir aber auch das Auslassen ja durchaus von wichtigen Persönlichkeiten in Michael Schumachers Karriere, ja? Also ein Willi Weber zum Beispiel kommt definitiv nicht so zu Wort, wie es sich viele wünschen würden, weil eben viele, die jetzt nicht so involviert sind, kennen diesen Mann, diesen Manager neben Michael Schumacher ja noch ganz gut. Es ist einfach eine strahlende Persönlichkeit neben Michael Schumacher gewesen irgendwo. Wahrscheinlich mehr als Sabine Kehm, weil er halt in der Ja, Zeit viel präsenter war. definitiv. Ja. Also kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie es dann halt auch für euch war, diese ganzen Bausteine, die ihr euch überlegt habt, die dann mit der Involvierung der Familie quasi dann erst aufeinandergestellt werden konnten, wie das alles zustande kam? Ja, also bei Willi Weber zum Beispiel hat es jetzt kein Veto von Sabine Kehm gegeben oder irgendwelche anderen Hinderungsgründe, sondern ja, zwei Begründungen. Schlichtweg, dass er sehr krank war und ist, behaupte ich jetzt mal, sodass möglicherweise auch bei so einem Interview nicht das rausgekommen wäre, was wir uns erhofft haben. Und zweitens haben wir nach den Personen dahinter gesucht, von Anfang an. Ne? Wir wollten jetzt nicht die 20. Doku über Micha machen mit Willi Weber als Hauptperson beispielsweise. So, ne? Weil das sind Dinge, die sind alle hundertfach erzählt. Und ja, er hat eine wichtige Rolle gespielt und ich denke, das wird sowohl in der Fernseh- als auch in der Dokumentation, als auch im Podcast deutlich. Entweder sprechen andere über ihn oder er selbst sagt Dinge, die typisch Willi Weber sind und damit findet er statt. Aber jetzt mit ihm nochmal die Zeit zu reflektieren, in der alles so toll war, das fanden wir mit anderen spannender. Also zum Beispiel mit Jochen Nerpasch, den wir am Bodensee getroffen haben, beziehungsweise ich habe ihn dort nochmal getroffen, weil Andreas ihn vor ein paar Jahren bereits interviewt hatte. Und als der mir erzählte, dass, ja, Willi Weber war dabei, aber die Strippen haben wir gezogen, das waren so Momente, wo ich gedacht habe, ja, okay, genau deshalb wollten wir lieber ihn als Willi Weber selbst, weil über dessen Verdienste und dessen Beziehung zu Michael das meiste gesagt ist und deshalb ja, war uns das nicht ganz so wichtig an der Stelle. Daran anknüpfen, Jens, ich habe auf meiner Facebook-Seite Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll heute User auch darum gebeten, dass sie Fragen über dieses Projekt gern stellen können. Eine davon war, warum es in der Doku, vor allem in der Doku, aber auch im Podcast, so einen großen Zeitsprung gegeben hat, der dazu geführt hat, dass Mika Häkkinen, der doch auch eine sehr große Rolle gespielt hat, in der Karriere von Michael Schumacher weitgehend ausgeblendet wurde. Ich persönlich erinnere mich an ein Interview beim Race of Champions, glaube ich, das sehr kurz Genau. abgebildet wurde. Die Frage der User war, warum nicht mehr? Wir wollten ihn. Wir wollten ihn unbedingt, alle beide. Wir haben gebaggert ohne Ende. Aber wie in diesem kurzen Ausschnitt beim Race of Champions deutlich wurde, hat Mika sich komplett gesperrt. Also er hat weder auf Andreas Anfragen, die teilweise sogar live beim Rennen, im Umfeld der Rennen, als er selber zu Gast war, gestellt wurden. Und er hat ihn immer wieder vertröstet und am Ende eine Absage erteilt. Und ich habe die einzige Chance, die sich bot, nämlich beim Race of Champions genutzt, ihn gefragt. Und seine Antwort dort war eigentlich sinnbildlich für das, wie er zu dieser ganzen Thematik steht. Er will darüber nichts sagen, weil er den Wunsch der Familie respektiert, dass darüber nicht gesprochen wird. Ich glaube, er hat nicht richtig verstanden, was wir wollten. Das hängt übrigens auch, ist mir sehr deutlich geworden damit zusammen, dass er, glaube ich, sehr schwerhörig ist. Er hatte Hörgeräte im Ohr auf beiden Seiten. Also kann auch sein, dass er die Frage nicht richtig verstehen wollte oder vielleicht auch nicht konnte. Kann ich gar nicht abschließend befinden. Nur seine Grundhaltung wurde deutlich, indem er schon beim Stichwort Schumacher erstmal wegging,
dann wiederkam, sich kurz meine Erklärung anhörte und dann sagte, das ist eine sehr private Angelegenheit. Das hat die Familie immer gesagt, deshalb spreche ich darüber nicht, weil ich das respektiere. Das war seine Antwort. Ja. Ich hätte ihm gerne, gerne mehr Zeit eingeräumt, weil dieses Duell alle elektrisiert hat. Aber er wollte nicht und so flackert es immer mal wieder auf, aber hat einem keinen bestimmenden Einfluss bekommen, leider. Hattest du den Eindruck bei den Gesprächspartnern? Ich meine, machen wir uns nichts vor, viele davon haben wahrscheinlich auch mit Sabine Kehm gesprochen. Das hast du Ja, ja auch schon ein das bisschen wissen wir erklärt. sogar. Genau. Hattest du den Eindruck, dass manche davon vielleicht ein bisschen eingeschüchtert waren, dass der ein oder andere vielleicht sogar gern mehr gesagt hätte, dann aber auch ein bisschen Angst hätte, das ein oder andere rauszulassen, einfach aus Angst der Familie irgendwie in den Rücken zu fallen? Bei den prominenten Protagonisten hatte ich das Gefühl, dass die sich selbst reglementiert haben, welche Fragen sie beantworten wollen. Also Stichwort Dirk Nowitzki, gute Beziehung zur Familie, die beiden Managements im regen Austausch wegen der Fußballspiele, die ja immer noch existieren und wo Dirk ja auch noch regelmäßig teilnimmt. Also enger Draht und eine enge Abstimmung auch darüber, was denn Inhalt eines solchen Gespräches sein dürfte. Am Ende haben wir uns mit ihm darauf verständigt, dass es um die Sportikone Schumacher gehen soll, aber um sonst nichts. Das war sozusagen die Voraussetzung, um überhaupt dieses Interview zu kriegen. Genau. Eine Würdigung des Sportlers, der Sportpersönlichkeit, von Ikone zu Ikone, was bedeutet das, eine zu sein? Das ja, aber über das Vermissen oder ähnliches nicht. Anders bei Franzi van Almsick, die da sehr offen war, wie ich finde. Anders auch bei Tommy Schmidt, der auch sehr, sehr offen gesprochen hat über seine Leidenschaft für den Rennfahrer Michael Schumacher, Smudo ebenfalls. Wo ich auch noch das Gefühl hatte, dass er sehr, sehr, sehr darauf bedacht war, im Respektsrahmen zu bleiben, war Norbert Haug. Aber das wirkte weniger so, als sei das von außen reglementiert worden, sondern das war so ein inneres Gefühl bei ihm. Er wollte da keine Grenzen überschreiten und wollte bei allem, was er sagt, hat man so gemerkt, dass er sehr viel verziehen hat, auch von dem, was zwischen ihnen vielleicht auch mal nicht ganz so freundschaftlich ablief, als sie Konkurrenten waren. Und da lag über allem so ein kleiner Mantel, der rosa Malerei, so würde ich es mal beschreiben. Ja, bei dem hatte ich das Gefühl. Aber insgesamt nicht so oft. Nee. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in die Art und Weise, wie ihr die beiden Projekte konzeptioniert habt? Weil es ja wirklich, du hast es ja auch schon angedeutet, sind ja zwei völlig unterschiedliche Projekte. Und gerade ich als leidenschaftlicher Podcaster finde natürlich auch das Podcast-Projekt von dir sehr, sehr angenehm, weil es einfach auch eine tolle Erzählweise gibt. Aber stellst du mir halt auch schwer vor, wenn du weißt, okay, du hast jetzt fünf Ausgaben, die du quasi füllen darfst. Ja, so, da geht es nicht ums Müssen, weil wahrscheinlich Nee. genug Content da gewesen ist, um 10 draus zu Allerdings. machen. Und naja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir fällt es immer schwer und Christian sagt das auch immer, du musst mehr lernen, mehr zu schneiden, du musst mehr tun, damit es alles prägnanter wird. Das nehme ich auch an, aber gerade bei sowas, was ja auch viele Emotionen mit drin hat. Also wie war da eure Abstimmung untereinander und wie hat das deine ganze Arbeit mit dem Team beeinflusst? Ja, also Andreas und ich sind bei der Auswahl der Gesprächspartner sehr eng vernetzt gewesen. Da haben wir wirklich uns viel abgestimmt. Meine Aufgabe war so ein bisschen die Schnittmengen auszuloten, ne? Wir haben von vornherein gesagt, wir wollen auch ein paar prominente Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, um auch die Strahlkraft von Michael noch mal ein bisschen hervorzuheben. Ja, also so dass er das klar ist, er steht in einer Reihe mit.
Und diese MIDs sollen gerne auch aus Politik, Gesellschaft, Kultur zu Wort kommen, und das war eigentlich die schwerste Arbeit, Menschen zu finden, wo es Schnittmengen gibt. Und es war dann total spannend, Menschen zu finden, die mit Michael was zu tun hatten, ihm begegnet sind, eine Leidenschaft für ihn über ihn teilen. Da haben wir uns sehr eng abgestimmt. Dann natürlich bei dem Abgleich des Materials, was haben wir schon und was brauchen wir noch? Und was sind die Orte, an denen das spielen könnte? Da hatten wir viele Übereinstimmungen und haben auch dann Dinge gemeinsam realisiert, wie beispielsweise das Interview mit Ralf Schumacher, an der Kartbahn. Da haben wir ja so einen halben Tag verbracht, und dann nochmal, als Gerhard Noack dann bereit war, mit uns zu reden. Das haben wir sehr eng verzahnt. Und dann aber, als es an die Storyline ging, an die Machart, da haben wir uns bewusst allein gelassen, weil wir wollten, dass es unterschiedliche Produkte sind, und das erreicht man am besten, wenn man sich an der Stelle trennt und das Material selbst sortiert und selbst eine Story daraus baut. Und das war, glaube ich, eine gute Idee. Und jeder hat sich dann in seinem Umfeld, ich beim NDR, er beim BR, von Menschen auch beraten lassen. Für mich war zum Beispiel neu und für meine Arbeit spannend, dass es nicht chronologisch sein sollte, sondern meine Berater gesagt haben, vergiss Chronologie, wir fangen ganz anders an, am besten von hinten. Und das, finde ich, hat am Ende unheimlich aufgewertet, und stellt schon an der Stelle das signifikant andere gegenüber der Mediatheks-Doku dar. Und deshalb war das wertvoll, unterwegs eigene Wege zu gehen. Und dann haben wir uns eigentlich immer nur noch abgestimmt darüber, wie wir das Material austauschen. Dann immer, wenn wir gemerkt haben, oh, den könnten wir noch gebrauchen und den, dann haben wir wieder Kontakt miteinander aufgenommen und uns auch darüber ausgetauscht, wie unsere Storylines aussieht, ohne das aber vom anderen zu übernehmen. Und für mich war zum Beispiel Andreas goldener Griff, wo ich total happy war, dass wir den hatten, war Bertrand Gachot. Also das war für mich ein unfassbar toller Moment, als das Ding vorlag. Das fand ich richtig cool. Ja. Da war ich auch sehr überrascht, muss ich Und sagen, als er plötzlich auftauchte und diese ganze Geschichte von damals erzählte aus dem Taxi und sowas und wie das alles zustande kam. Weil es ist ja auch da wieder, ne, es sind so kleine, also was solche heißt, Zufälle, ja, ist solche unglaublich. Zufälle, die dann dazukommen, die das natürlich dann noch extrem aufwerten, weil, und das stelle ich mir halt auch schwierig vor. Ihr habt ja auch schon diverse Schumacher-Dokumentationen gesehen, ja. Und vor einigen Jahren gab es ja die große Netflix-Doku zum Beispiel. Das heißt, ihr hattet ja auch die Aufgabe, den Leuten noch was Neues idealerweise zu präsentieren, was sie eben nicht kannten. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor, weil ihr müsst da ja gesessen und gesagt, so, wie finden wir jetzt noch was oder wen? Und ja, also wie war so dieser Prozess? Also wie wichtig war es, den Leuten was Neues zu zeigen und was lernen die Leute Neues? Ja, ich würde ein anderes Wort benutzen. Statt Neues, ich ersetze Neues durch anderes. Und ich glaube, das ist die entscheidende Komponente, die man dann auch wirklich, wirklich braucht, wenn es so viele Vorlagen von anderen gibt. Und das Spannende war, dass auch selbst Andreas auch schon mehrere kleinere Formate gemacht hat zu jeweiligen Jahrestagen. Ich glaube, so, als mal wieder irgendwas anstand, hat er dann mal so ein 30-Minüter- oder 45-minütiger Dokus gemacht. Und selbst für ihn war es schon mal eine Riesenherausforderung, dann irgendwas anders zu machen, als er es da schon getan hat. Und insofern anders, ja, neu eingeschränkt. Also ich finde bestimmte Geschichten, also wie beispielsweise Gachot ist ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, aus seinem Mund hat man das höchst selten gehört, beziehungsweise noch gar nicht. Oder auch die Skilehrergeschichte von Karl oder das, was Karl über die Parallelitäten der Verletzungen erzählt hat. Keine Ahnung, ob er das schon mal irgendwo getan hat. Ich würde sagen, in dieser Ausführlichkeit und Tiefe nicht. Insofern, ich hatte Ansätze, etwas
anderes oder mit anderen Menschen die Geschichte noch einmal spannend aufzubereiten. Und deshalb ersetze ich neu durch anders. Glaubst du denn, Jens, der Gedanke kam mir gerade so, während ich zugehört habe, welche Personen man interviewen könnte und Schumi quasi auch mit Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Politik durchaus mal in eine Reihe zu stellen. Da kam mir der Gedanke, dass Michael Schumacher und dieser immense Boom in Deutschland vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, mit der Zeit, in die das gefallen ist, Ja, oder? Man hat absolut. die Wende, Deutschland ist Fußballweltmeister und ein Jahr später kommt dann dieser Junge daher, 2 Jahre später gewinnt er seinen ersten Grand Prix. Das ist auch, wenn man so möchte, ein bisschen ein Wiedervereinigungsphänomen, oder? Es war eine Zeit für Stars, ganz offensichtlich. Becker, Graf noch in ihrer späten Schaffenphase kam ja auch noch dazu. Aber es macht es umso bemerkenswerter, dass er da noch herausgeragt ist. Ja, also aus dieser wahnsinnig emotionalen Zeit, in der es so viele, gerade im Sportbereich, so viele Highlights gab, und die ganze Gesellschaft sich transformierte, da noch mal eine Spitze im Diagramm darzustellen, einen Ausschlag nach oben, einen Sonderstatus in der Reihe dieser wahnsinnigen Sportpersönlichkeiten darzustellen. Da kommen ja auch noch Henry Maske mit rein und Jan Ullrich in den späten 90ern. Also das ist schon extrem bemerkenswert, dass er da noch mal rausgepiekt ist aus dieser ganzen Phalanx von Superstars. Und ja, das ist absolut ein wendebedingtes oder ein Wandelbegleiter ersten Ranges. Die Menschen waren extrem offen dafür, dass Deutschland wieder eine Bedeutung hatte, die bisher nicht da war. Und vor allem die Menschen im Osten übrigens waren extreme Motorsportfans. Ja, das resultiert, ich bin selber Ossi, deshalb weiß ich das. Automobiler Verkehr war für uns sehr eingeschränkt, wie ihr euch vorstellen könnt, mit Trabant und Wartburg. Und als die Mauer fiel und wir mit einmal alle Golf, Mercedes und sonst was fahren hätten können, wenn wir es uns leisten konnten, hatte eine besondere Bedeutung und PS unter dem Hintern damit auch. Und dann war da einer, der das auch noch viel schneller konnte als alle anderen auf der Welt. Also dieses Autofahren, von dem wir auf der anderen Seite des Vorhangs immer geträumt haben. Und das hat ihm gerade im Osten einen extremen Push verliehen. Und deshalb ist er eine Figur dieser Zeit und für die Ostdeutschen besonders bedeutsam. Ja. Warum glaubst du, ist Michael Schumacher, also darüber mache ich mir auch ganz häufig Gedanken, weil du hast schon gerade ein paar große deutsche Sportstars aufgezählt, ja, so ein Boris Becker, Jan Ullrich, in gewisser Weise auch Lothar Matthäus, ist ja auch Ja. Rekordnationalspieler. Was haben diese drei alle gemeinsam? Sie sind alle drei gefallen auf ihre Art und Weise und haben alle drei das aber auch zu spüren bekommen, ja, von der Öffentlichkeit. Das Gespräch mit Jens Gideon haben wir übrigens am 29. Dezember 2023 geführt, also auf den Tag genau, 10 Jahre nach dem Skiunfall von Michael Schumacher. Das ist im Hinblick auf die nun folgende Passage wichtig, denn als dieses Video aufgezeichnet wurde, war eine andere deutsche Sportlegende noch am Leben, Franz Beckenbauer. Und es gibt immer so zwei Persönlichkeiten in Deutschland, bei denen habe ich das Gefühl, gilt das nicht. Der eine ist Du, Franz wer ist die Beckenbauer. zweite? Franz Ach, der Beckenbauer Kaiser. ist für mich der zweite und Michael Schumacher auch. Diese beiden habe ich das Gefühl, dass die in Deutschland eine ganz, eine andere Präsenz haben, eine andere Wertschätzung, ein anderes Standing auch bei Krisen, bei Problemen ein Stück weit. Weil Franz Beckenbauer ist ja ein vergleichbarer Fall aktuell. Man weiß nicht genau, wie geht's Franz Beckenbauer wirklich. Und trotzdem ist das so, man nimmt das mit Respekt hin, dass darüber nicht gesprochen wird. Ja, es gibt immer mal wieder vielleicht einen Artikel oder irgendein Video und dann kommen wieder irgendwelche Leute, die Rückschlüsse darauf ziehen würden, wie es ihm vielleicht geht. Anfang Januar erscheint in der ARD-Mediathek tatsächlich eine Dokumentation über Franz Na, Beckenbauer. okay. Und da wird es
Da werden Menschen zu Wort kommen, die auch darüber berichten, dass es ihm schlecht geht. Weiß noch nicht genau, ob wie schlecht tatsächlich gesagt wird, aber auf jeden Fall kommt sein Bruder zu Wort und das wird spannend zu sehen sein. Aber ich sehe den Vergleich vielmehr an Stellen, die noch weiter in der Vergangenheit liegen. Gar nicht, was den Gesundheitszustand anbetrifft, sondern was die Verfehlungen anbetrifft. Auch Franz Beckenbauer hätte alles Potenzial der Welt gehabt, ein tief gefallener Held zu sein durch den Verrat am Sommermärchen 2006 mit den verschobenen Millionen. Ist aber irgendwie nicht passiert. Dem Franz verzeiht man alles. Und Michael bei auch. Michael ist das, bei Michael ist es ähnlich. 94, 97, 98, die ständige Dominanz, die ja auch allen eigentlich auf den Keks geht, wenn man sie jetzt befragte. Ja, Krass, alle krass. sagen, ja, das ist ja furchtbar langweilig gewesen, was der da gemacht hat. Und trotzdem ist er dafür gefeiert worden, für all seine Verfehlungen. Weil er, und ja, deshalb gebe ich dir völlig recht, Kevin, super Vergleich. Franz Beckenbauer ist die Messlatte. Ja, die Deutschen verzeihen diesen beiden alles und den Ulrichs und Beckers und in Teilen auch Grafs. Da ist es vielleicht auch noch einigermaßen so wie bei Beckenbauer und Schumacher, weil die Verfehlungen ihr Vater begangen hat und nicht sie selbst. Aber auch da war viel Potenzial für einen ganz tiefen Fall vorhanden. Und trotzdem haben es die Deutschen verziehen. Aber bei der Frage nach dem Warum bin ich ehrlich gesagt genauso ratlos wie ihr, oder wie du zumindest, Kevin. Vielleicht hat ja Christian jetzt gleich noch die absolute Antwort auf das Thema. Ja. Nee, die habe ich leider nicht, aber ich würde gerne eine andere Frage noch klären, Jens, die vielleicht ein bisschen direkt daherkommt, aber glaube ich sehr wichtig ist für Menschen, die zuschauen und nicht so viel mit Medien zu tun haben. Es gab ja auch diese Netflix-Dokumentation, das war ein ganz klar kommerzielles Projekt. Man kann, glaube ich, ohne dass ich es mit Sicherheit weiß, davon ausgehen, dass da auch für Rechte ein bisschen Geld geflossen ist. Die ARD ist jetzt ein öffentlich-rechtliches Haus. Habt ihr denn Geld bezahlt, zum Beispiel an die Schumacher-Familie oder auch an Interviewpartner oder ähnliche Menschen, die irgendwas beigetragen haben? Nein, keiner hat Geld für Rechte bekommen. Das war aber auch klar, dass dass das nicht geht in einem journalistischen Format. Das Einzige, wofür wir Lizenzrechte zahlen mussten, waren die Bilder von den Rennen, weil wir da eben keinen uneingeschränkten Zugriff drauf haben. Und ohne zu viel zu verraten, das war letztlich das Teuerste an der ganzen Dokumentation. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch irgendwo hinreisen mussten, um die Interviews zu führen, dass diese Reisekosten anfallen und so weiter. Aber das Teuerste, der größte Kostenpunkt sind die rechte Bilder. Ja. Das nimmt doch schon so Aber ein bisschen, von den Interviewpartnern ist niemand bezahlt worden. das nimmt doch schon so ein bisschen vorweg eine weitere Frage, die ich von einem User aufgeklappt habe, der sich fragt, warum gibt es eigentlich so wenig Renn-Action-Rennszenen zu sehen? Das ist wahrscheinlich genau das Thema, dass jede Szene einen guten Batzen Geld kostet, die man da verwenden möchte. Das stimmt, wobei ich Andi da auch immer im Kopf habe, der von Anfang an gesagt hat, jetzt macht man nicht so einen Wind, das wird gar nicht so teuer, weil ich das gar nicht so viel in den Vordergrund stellen möchte. Ich habe viel bessere Sachen in meinem eigenen Archiv und ich habe viel bessere Ideen, was die Interviewpartner anbetrifft, wir brauchen gar nicht so viel davon. Das war möglicherweise neben der Tatsache, dass es teuer ist, auch seine Ambition. Er wollte mit möglichst wenig davon auskommen. Wenngleich auch trotzdem alle gesagt haben, hey, wir wollen das auch noch mal sehen, wie der da ständig gewonnen hat und die Jubelbilder und so weiter. Ja. Also da hat Andi aber von Anfang an gesagt, da finde ich einen guten Mittelweg, das passt schon.
Du hast ja eingangs mal gesagt, 14 Monate ungefähr von der Ja. ersten Idee bis zur Veröffentlichung. Wie muss man sich das vorstellen als Jens Gedeon? Wie viel von deiner Zeit, weil du hast ja auch noch einen Dayjob nebenher, kann ich mir vorstellen, also auch Ja. journalistisch zwar, aber mit tagesaktuellen Projekten, wie viel Zeit ging dafür drauf? Und gab es da auch mal so einen geblockten Monat oder so, wo man sagt, da hat man sich jetzt wirklich nur auf die Umsetzung davon konzentriert? Ja, also das war exponentiell steigend, würde ich sagen. Also am Anfang habe ich eigentlich das an 2 Tagen in der Woche mich um dieses Projekt gekümmert und ansonsten habe ich hier meine Sachen gemacht, die ich sonst so mache. Ich bin Fußballreporter in der Fußball-Bundesliga. Ich fasse an manchen Wochenenden, wie ich schon erzählt habe, Formel 1 Grand Prix zusammen. Das ist dann meine Aufgabe oder ich arbeite als Redakteur in Schichten, bin hier CVD oder ähnliches. Das habe ich alles noch weiter parallel gemacht. Im letzten halben Jahr vor der Veröffentlichung ist das deutlich angewachsen. Da wurde ich weitgehend freigestellt, mich nur darum zu kümmern und habe vereinzelt Schichten gemacht und vereinzelt auch noch Spiele in der Bundesliga oder in der zweiten Liga kommentiert. Aber die Monate ab September waren ganz und gar dem Projekt gewidmet. Da ging es ans Texten, ans Archivrecherche betreiben, noch intensiveren Austausch, schon die Distribution überdenken und so weiter. Und dann im Oktober, November haben wir produziert, was auch ein sehr langwieriger Prozess ist. Das kann man hoffentlich dem Produkt am Ende entnehmen, wie komplex diese Produktion dann gewesen ist. Und deshalb, also ich sag mal so, die Peak-Monate waren September, Oktober, November. Und jetzt, ehrlich gesagt, hat es auch nicht aufgehört. Ne? Also dieses, ja, tatsächlich, ne, dieses der ständige Gedanke an das Vermarkten, so, der treibt einen um. Ne? Und das ist natürlich beim Podcast noch ein bisschen schwieriger als bei einer Mediatheks-Doku. Ne? Dafür wird dann auch Geld in die Hand genommen. Weiß nicht, ob ihr mal auf Bahnhöfen unterwegs wart heute. Das ist relativ groß plakatiert. Das sind aber andere Mittel. Wir nutzen für den Podcast natürlich unsere über 50 Radiowellen in Deutschland, die zu unserem Netzwerk gehören, die dann Promotion, Cross-Promotion betreiben. Wir nutzen unsere Sportschau.de, Sportschau, Social Geschichten, um über Posts und Stories sozusagen Werbung für unser eigenes Produkt zu machen. Und das ist in den vergangenen Wochen immer mal wieder aufgeploppt zum eigentlichen Erscheinen. Zum Erscheinungstag der TV-Doku, die toll für uns 14 Tage später auf die Rampe geschickt wurde, sodass der Podcast einen gewissen Vorlauf hatte. Und dann haben wir es also zur Veröffentlichung der TV-Doku jetzt wieder zum 29. Der 3. Januar ist wieder ein Tag und so weiter und so fort, wo wir versuchen, dann nochmal was zu machen, um den Podcast steil zu stellen. Und das mache immer ich, ja. Ich mache die Radiobeiträge, ich gebe die Interviews in den Radiosendern oder wie jetzt bei euch oder anderen Portalen. Also ist schon immer noch viel Arbeit. Und du hast ja auch noch ein Familienleben nebenher. Also da würde mich Oh natürlich ja. auch interessieren, wie war diese Zeit, diese Hochphase der Recherche und der Arbeit daran? Wie viel hast du davon auch mit nach Hause genommen? Und ging es deiner Frau irgendwann auf den Senkel, ja, dass du immer noch über Michael Schumacher gesprochen hast? Nee, gar nicht, weil die den über mich neu kennengelernt hat. Ah, Sie hat sehr immer gut. zu mir gesagt, so, ach, ich war nie Schumacher-Fan und auch Formel 1 hat mich nie interessiert, aber das, was du mir da erzählst, finde ich hochspannend. Also, und sie hat eigentlich jede Wendung so mitgenommen, weil das Gute ist, dass sie auch Journalistin ist. Und dadurch ist das Grundverständnis da und das Nervpotenzial auch sehr gering. Im Gegenteil, wir haben uns super viel ausgetauscht. Und meine Kinder waren an mancher Stelle dabei, als es entstanden ist. Und jetzt, wo es auf dem Markt ist, hören die das so. Und so wie ein Hörspiel. Also, und Kinder hören Hörspiele nicht einmal, sondern 10-mal. Und mein Sohn und meine Tochter können, die Großen jedenfalls, die können das teilweise mitsprechen, was Papa da so erzählt. Und sind große Fans. Ich musste tatsächlich ein bisschen lachen, als du erzählt hast, dass Ralf angerufen hat, während du mit den Kindern im Auto saßt. Ja, Ja, das war also genau so, hat das stattgefunden.
Und alle waren, weil sie das natürlich auch irgendwie schon über die Monate mitbekommen haben, dass der Papa sich damit was beschäftigt, was mit einem Schuhmacher zu tun hat. Und als dann ein Schuhmacher am Telefon war, dann waren die sofort wie ausgeknipst. Und das ist bei dreien nicht so häufig der Fall. Kevin, hast du noch Fragen an den Jens? Weil ansonsten würde ich es mit zwei Schlussfragen zum Ende bringen. Ich hoffe, ich nehme dir jetzt keine Frage vorweg davon, aber mich würde Wir können tatsächlich ja schneiden. interessieren. Ja, stimmt, ist ja nicht Neu mein. ansetzen, bitte, Entschuldigung. Inwiefern hat dir dieses Projekt geholfen? Ich möchte nicht das Wort abschließen mit Michael Schumacher in den Mund nehmen unbedingt, weil das Leben ist noch nicht abgeschlossen. Ja, also der Mann ist da, der Hashtag Keep Fighting Michael ist so aktuell wie nie. Und natürlich wünschen wir ihm nur das Beste. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn du so ein Projekt betreust mit jemandem, der dich halt so beeinflusst hat, auch in deiner journalistischen Arbeit, der ja auch ja in gewisser Weise den Weg gezeigt hat, den du gehen sollst. Ja, deine Berufung hast du ja dadurch auch irgendwo gefunden. Hat dir dieses Projekt, der Blick hinter die Kulissen, hinter den Vorhang und das, was dann daraus entstanden ist, also wenn man diesen Podcast hört, man hört es ja auch bei dir und deswegen empfehle ich diesen Podcast halt dringend, ja, eine gewisse Portion. Ich will nicht sagen stolz am Ende auch, aber es ist halt schon, man merkt dir der Tonfall in den 5 Folgen verändert sich. Also hört euch den auch gerne mal zweimal an, weil da kommen so kleine Nuancen mit raus. Für dich ganz persönlich, als du dieses Projekt abgeschlossen hast und so quasi das letzte Take war gesprochen, was für ein Gefühl ist da durch dich durchgegangen? Das würde mich mal interessieren. Du hast das Wort Abschluss schon benutzt. Ja, es ist tatsächlich wie so ein kleiner Deckel auf etwas. Aber nicht der Deckel auf das Interesse an Michael Schumacher, sondern so ein bisschen der Deckel auf vieles, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Ich habe vorhin schon mal gesagt, es war wie so eine Reise in meine eigene Vergangenheit. Und das ist auch aus psychologischer Sicht manchmal sehr wohltuend, wenn man solche Gelegenheiten bekommt. Und genauso habe ich das empfunden. Ich bin total dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Ja, es war meine eigene Idee, aber man muss ja auch erstmal Mitstreiter finden, die das toll finden und diese Möglichkeit geben. Insofern bin ich total dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Und ich spüre eine große Genugtuung, weil, und das kann ich ganz umwunden sagen, dass das Größte ist, was ich in meiner journalistischen Karriere je gemacht habe. Und ich war schon bei vielen Fußballweltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen, habe vieles aus ganz naher Perspektive erlebt. Aber die Formel 1 hatte immer eine wahnsinnig große Bedeutung, auch für meinen Lebensrhythmus, kann man sich vorstellen, wenn man mit denen da immer durch die Gegend tingelt. Aber auch generell für mein Leben und dass ich da jetzt noch mal so eine Sahnehaube draufsetzen durfte, das macht mich sehr zufrieden. Bevor wir jetzt in der Schlussrunde erzählen, wie wir den 29. Dezember 2013 erlebt haben und wo wir gerade waren, erlaubt mir noch ganz kurz ein Wort in eigener Sache. Solche Blicke hinter die Kulissen zu gestalten, ist zeitaufwendig und kostenintensiv. Umso mehr freut es uns, wenn ihr die journalistische Arbeit unseres Kanals unterstützt. Und das geht auch ganz ohne Geld. Erstens, seht euch unsere Videos an, wenn sie euch gefallen und am besten bis zur allerletzten Sekunde. Das gefällt YouTube und sagt dem Algorithmus, dass unsere Videos sehenswert sind. Zweitens, klickt auf Daumen hoch. Und drittens, wir sehen immer wieder, dass unsere Videos von einem sehr hohen Anteil Nicht-Abonnenten geschaut werden. Abonniert den Kanal, denn das kostet nichts. Dann zeigt euch YouTube auch mit höherer Wahrscheinlichkeit an, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Und falls ihr uns noch enger supporten wollt, dann könnt ihr Kanalmitglied werden. Für nur 3,99 € im Monat könnt ihr uns bei unseren Livestreams an den Formel 1 Wochenenden Fragen stellen oder einmal im Monat beim virtuellen Stammtisch selbst mit Promis aus der Formel 1 plaudern. Im Dezember war das zum Beispiel Alexander Wurz, der Vorsitzende der Fahrergewerkschaft GPDA, und am 19. Januar kommt der Herr der Ringe, Hermann Thielke. Aber genug davon und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt geht's noch in den letzten Teil dieses Videos.
Ich würde noch gerne eine Schlussrunde machen. Ich habe meinen Beitrag dazu ja schon ein bisschen geleistet, als ich vorhin erzählt habe. Ich war im Urlaub und habe erst gar nicht so realisiert, an diesem 29. Dezember 2013, was da eigentlich los ist. Kevin, vielleicht zuerst du und dann auch Jens. Wie genau habt ihr, erinnert ihr euch da noch dran, zum allerersten Mal davon erfahren, was da los ist, dass Michael Schumacher diesen Skiunfall hatte und welche Konsequenzen das möglicherweise haben könnte? Ich möchte auch hier nochmal die erste grundsätzliche Geschichte von Michael Schumacher ganz kurz erzählen. Also Hörer des Podcasts Starting kennen die schon, ja. Als Michael Schumacher in Silverstone damals verunglückt ist, deswegen kann ich mich auch an diese zweite Szene sehr gut erinnern, wo ich war, bei Michael Schumacher, weiblich bleibt im Kopf. Da war ich im Schwimmbad, habe das Rennen gar nicht live gesehen und der Bademeister hat damals eine Durchsage gemacht, Michael Schumacher hatte einen schweren Unfall. Und deswegen bin ich dann direkt nach Hause gefahren und habe dann den weinenden oder den in Tränen aufgelösten Norbert Haug, ich glaube bei Kai Ebel im Interview gesehen. Und beim zweiten Unfall vor 10 Jahren war ich tatsächlich mit meinem besten Freund essen, mein bester Freund Marcel, der auch großer Formel-1-Fan ist. Und da haben wir dann eine Push-Mitteilung einfach nur auf dem Handy gesehen. Michael Schumacher mit Skiunfall im Krankenhaus. So. Und also es war abends, also ich habe diese Push-Nachricht erst sehr spät gesehen und dann dachte ich so, ach, okay, er hat einen Skiunfall gehabt, aber er ist ja Michael. Er ist ja Michael Schumacher. Der hat schon schwere Unfälle gehabt, die nicht im Formel-1-Auto waren. Morgen kommt dann die Meldung, er kommt dann mit einem Gips am Bein oder so oder wie auch immer. Kommt er dann aus dem Krankenhaus rausgerollt und alles ist gut. Also keiner konnte ahnen, was daraus entstanden ist und in welcher Situation wir natürlich jetzt noch irgendwo leben. Aber ich kann mich, wie gesagt, es war abends, ich habe diese Push-Mitteilung gesehen und war erstmal nicht so schockiert, erst als diese ganzen Hintergründe quasi und als das Ausmaß bekannt wurde. Da hat es mich dann doch ein bisschen mehr mitgenommen, muss ich sagen. Ja. Das heißt, da ging es dir ganz ähnlich wie mir, weil ich habe das ähnlich erlebt. Ich Ja, erinnere mich genau. nicht mehr genau zurück, es ist doch schon 10 Jahre her, aber ich glaube, es hat so einen zweiten, dritten Tag gebraucht, bis ich das richtig gecheckt habe, dass das eine echt, echt ernste Angelegenheit ist. Jens, wie war es bei dir zum Schluss? Ging viel schneller mit der Ernsthaftigkeit. Ich habe die erste Meldung, ich kann nicht mehr genau schwören, wann das der Fall war, muss irgendwann ja in den Nachmittagsstunden, den späteren gewesen sein. An dem 29. Dezember habe ich irgendwas im Radio gehört und habe gedacht, oh, und dann aber gleichzeitig, ja, okay, Skiunfall. Und die ersten Meldungen waren ja auch so, er war bei Bewusstsein und solche Sachen sind da gefallen. Und dann habe ich das aber sehr straight weiter verfolgt. Und in den Tagesthemen, so meine ich mich zu erinnern, an dem 29. gab es dann schon erste ja, längere Moderationen oder ohne Bilder. Oder ich weiß nicht, ob die aus dem französischen Fernsehen da schon was dabei hatten. Das erinnere ich nicht mehr genau. Und das war für mich der Impuls, loszufahren. Dann bin ich in die Wenn es in Redaktion den gefahren. Tagesthemen läuft, muss es eine gewisse Tragweite haben. Genau, dann muss es eine Tragweite haben und dann muss da auch mehr sein, als wir bisher wissen. Ich fahre jetzt einfach mal rein. Und ich habe dann schon am 30. vormittags an Beiträgen gearbeitet und die Beiträge nach den ersten Meldungen dann von den Ärzteteams und so weiter. Ja, so bescheuert sich das anhört, aber so sind wir journalistisch ja gestrickt. Ehrlich gesagt habe ich angefangen, Nachrufe vorzubereiten. Und ja, da läuft es mir jetzt gerade nochmal wieder so kalt den Rücken runter, weil das war mein Job in dem Fall. Ich habe mich bemüht, Material zu finden für den Fall das. Und das war eine ganz grausige Erfahrung, ehrlich gesagt. Wisst ihr noch, wie ihr den 29. Dezember 2013 erlebt habt? Wo wart ihr gerade? Wer hat euch angerufen? Wie habt ihr es erfahren? Wir freuen uns auf eure Geschichten. Schreibt sie uns unten in die Kommentare. Und Kevin und ich, wir freuen uns schon drauf, eure Erinnerungen an diesen traurigen Tag durchzulesen.